Hä? Lol, wie weit oben du schon bist? Ja klar, Digga, ich hab ein bisschen geübt, weißt du? Hier, kannst du ja aufsammeln. Digga, bist du behindert in deinem Kopf, Alter? Ich hätte sterben können, Mann. Ich hätte sterben können, ja, bestimmt wärst bestimmt umgeknickt, Alter. Digga, direkt tot. Ja, wo ist jetzt das Kackgold hier? Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bloody Beach 2 mit dem Lovely Potato. Thompson weiß, wer ist denn drauf? Okay, sonst hätte ich gesagt, den Rest können wir ja fehlen. Ach ja, was ich direkt mal ansagen möchte ist, wir haben... Oh Gott. Dadurch, dass sie... Was war das? Du warst in der Wand gewackt. Dadurch, dass, was soll das? Ich will dadurch, nicht sterben. Dass Topra und ich später angefangen haben, haben wir 10 Zuckerrohr bekommen, um uns auszurüsten. Das Problem ist nur, wir werden heute nicht in die Mitte können, um uns zu verzaubern. Können wir schon, aber dann sind wir safe tot. Ja, also das ist die Frage, ja, die wir uns... Ja, ist ja mal klar. Obwohl, warte, gib mir das nochmal wieder. Ich pack's ins Backpack, wäre, glaube ich, schlauer. Also, ja, wir haben jetzt so ein paar, wir sind in so einer Zwickmühle, ne? So, wir waren ja hier jetzt letztes Mal beim Buddeln, dass wir hier ein bisschen in der Höhle nach Redstone suchen. Kim geht gerade mit der Decke in die Küche, ich glaube, sie kuschelt sich ein. Oh, Lapis Lazuli, Redstone, ich würde mal sagen... Der Lapis ist auf jeden Fall, das kann man mit allem abbauen, ne? Perfekt, Alex. Nice, das fängt richtig gut an, die Folge. Alter, ohne Witz, beste Folge ever. Ich würde mal sagen, oh, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich Redstone mit einer normalen... Geh okay, einfach mal 34 Lapis, das würde ich mal sagen. Ich habe den Redstone gerade verkackt. Das Redstone ist jetzt weg. Den kann man, glaube ich, nur mit Eisen, oder? Ja, habe ich dann auch gerade erfahren. ja. Wofür wollten wir denn Redstone? Du hast zum Verzaubern gesagt, brauchen wir Redstone. Nee, das war für die Tränke, dass die meine ich ja. Und Lapis brauchen wir zum Verzaubern. So rum war das. Richtig. Genau. Okay. Ich hab mal hier schnell Eis abgeholt. Und ich würde sagen... Das liegen wir eigentlich nicht. Digga, weil hier kein Mensch sein wird. Hier ist Redstone. Haben wir noch genug Eisen? Oh, hier ist noch Lapis. Digga, ich muss so auf Klo, ne? Okay, das ist gut immer am Anfang der Folge. Hä? Wieso? Sobald man aufnimmt, auf Klo. Ja, natürlich. Aber ich muss sagen, die Höhle... Hier ist noch mehr Redstone. Ja, hier haben wir noch ein bisschen hier Eisen. Hier ist noch Kohle. Ja, wenn du das Eisen abbauen könntest, wäre optimal, weil dann könnte ich den Ofen... Ich habe den Ofen nämlich mit. Habe ich, ja. Ja, perfekt. Rein. Ich habe auch noch ein Eisen. Ja, optimal. Oh, Gold. Können wir aber nur mit Eisen abbauen, ne? Richtig. Wir putzen hier nur. Ja, will ich auch hoffen. Das jetzt gleich so aus der Wand raus, zack. Ja, genau. Ach ja, wir müssen eigentlich unser Ritual hast weiter fortführen, ne? Dabei? Natürlich habe ich die dabei. So, und was müssen wir? Wir müssen eigentlich unser Ritual weiter fortführen, ne? Domson und Weißer sind auf dem Server. Oh Gott, fick die Henne! Ja, war schon geil. So bei den anderen so voll gechillt, weißt du? Nein! Hier unten war nochmal Redstone, Digga. Okay, ja, wir haben keine Workbench, das bringt uns auch. Warum hab ich doch, Digga, Junge. Warum hab ich eine Lederrüstung? Keine Ahnung, weil warum du morgen der bist. Jetzt schon wieder? Hör auf, das wieder aufzusammeln, Topra. Topra aus, böses Topra, Topra geh nach Hause, Topra, du hast AIDS. Ja, wir brauchen immer noch eine Workbench. Hab ich dir doch schon lange hinter den Ofen gelegt, Mann. Und einen Stick bräuchte ich noch, bitte. Digga, ohne Witz, hab ich deine Mama oder was? Ja. Ich spiele übrigens mit Optifine. Du carryst mich in dem Projekt. Ich carry dich in jedem Projekt, Alter. Ja, krieg ich jetzt bitte mal einen Steak? Ja, da kriegst du den einen den fucking Holzdildo, du Muschi, ey. Danke, Mann. Ich brauch zwei. Digga, ohne Witz, Mann! Ey, komm, da hättest du aber auch selber drauf kommen können, ganz ehrlich. Ja, letztes Mal hieß es so, ich hab gar keine Fackeln. Oh, ich kann mir selbst Fische machen. Lol. Sind heute Abend alle da? Klar. Ja, guck mal, bei der beschränkten Zeit, die wir haben. Ja, bei den beschränkten Mitgliedern, die wir haben. Okay, hab eine Eisenspitzhacke, ich baue mal hier das Gold abbauen. Ja, okay. Warum nochmal Gold? Alles abbauen. Gold abbauen, das Redstone abbauen. Falls wir nochmal einen Goldapfel machen wollen, ne? Ja, natürlich, ey. Ohne Witz denkst du vielleicht einmal mit. Moinsen. Hola, mi amigo. Auf jeden Fall ultimativ. Ja, hier, ich hab das ganze Eisen. Ich muss sagen, ich hab das auch. War mir aber neu, dass man Redstone nur mit Eisen nein. bauen. Nein, das wusste ich schon. Ja, ich wusste das. Deswegen hast du es auch vorher abgebaut, weil du es wusstest, gell? Hm. Ja, ich war mir nicht mehr ganz sicher. Du wolltest den Zuschauern zeigen, ist klar. Oh lol, das Internet war gerade weg, Alex, aber kein Problem. Ja du, das passt doch. Ja, mein Internet spinnt heute ein bisschen, also. Ja, ich hab dich. Ja, es kommt ganz gut hin. Da hinten kommen sie. Gehatet, weil wir Brudi sagen. Wer kommt? Ja, Brudi, Digga. Hey, ihr macht voll auf Tadel und Adi, Brudi! Die gibt's nicht mehr, ihr Noten. Hat er mal wieder ein Video hochgeladen, wusstest du das? Ja, zwei sogar. Hab ich alles gesehen. Lol, bei mir springt er automatisch. Ich glaube, er hat Autojump an.
Aber mir auch? Nee, bei mir Gott sei Dank nicht. Ich hasse es. Oh Lord, Alex, guck mal da oben. Was? Ich hab noch Gold gefunden. Gib mal bitte die Eisenspitzhacke. Ich bastel mich da kurz hoch. Nö. Alex, du fällst wieder nur runter und knickst um. Wisst es? Ja. Gib mir die Eisenspitzhacke. Hallo! Digga, hör auf mit der Scheiße. Gib mir die Eisenspitzhacke. Hä? Lol, wie weit oben du schon bist? Ja klar, Digga, ich hab ein bisschen geübt, weißt du? Hier, kannst du ja aufsammeln. Digga, bist du behindert in deinem Kopf, Alter? Ich hätte sterben können, Mann. Ich hätte sterben können, ja. Bestimmt wärst bestimmt umgeknickt, Alter. Oh. Digga, direkt tot. Ja, wo ist jetzt das Kackgold hier? Wir machen das Projekt hier, um Spaß zu haben, um nicht um irgendwie hier... Nee, wir machen das, um zu gewinnen. Ich heiße doch nicht Dominik, Alter. Auch wenn wir total scheiße, ey. Wir haben zu viel gechillt, ohne Witz. Wenn wir nochmal die Chance haben, bei sowas mitzumachen, dann müssen wir aber ein bisschen mehr reißen, oder? Ja, aber dann suchen wir auf jeden Fall einen anderen Teampartner. Ich hätte dich niemals fragen dürfen. Damals? 2 Jahren? Nein. 2 Jahre ist das schon her? Digga, ich hab naja, übrigens... Ende ja, 2014 war das. Das hat, glaube ich, um Weihnachten rum angefangen damals. Alter Schwede, Alex. Die Zeit vergeht, ne? Chance deines Lebens nutzen, hast du mich damals gefragt. Und ich habe gesagt, ja. Lol. Ja, das war schön. Ich danke dir nochmal dafür, gell? Wir haben auf jeden Fall more than enough eating. Ja, eating haben wir gut, ja. Hab ich letztes Mal schon gut schneiden. Das Ding ist, uns fehlt ein lächerlicher fucking Deer. Und ausgerechnet heute Abend um 8:30 sind fast alle, die noch drin sind, auf dem Server. Das gibt es nicht. Kurze Frage. Nee, warte mal, wir haben doch... Ach, scheiße, nein, wir brauchen ja... Nee, wir brauchen mehr. Wir brauchen ja noch zwei Dias. 3. Weil wir müssen ja erstmal die Spitzhacke machen, dann Obsidian abbauen und ja, aber dann dadurch können wir doch erstmal auch in die Hölle und so, weil dann können wir die Tränke ja auch machen. Ja, mir ging es jetzt eher um den Zaubertisch. Ja, mir auch. Beziehungsweise, ach ja, wir haben ja gar kein Obsidian. Das hätte ich gesagt, uns reichen ja 2 Dias, aber ohne Obsidian kommen wir nicht weit. Den Fehler habe ich nämlich gerade auch gemacht. Ja, 5 brauchen wir. Wie viele haben wir? Nicht genug. Ist das Antwort genug? Wir haben 2, soweit ich weiß. Ach, ja, dann lass mal wieder hoch in die Base gehen, oder? 2, ja, wir gucken mal, was oben so abgeht, ne? Was unser Feld so macht und so. Es wird halt nur gewachsen sein, wenn jemand in der Nähe war. Ja, ich hoffe mal, vielleicht haben wir. Wo sind wir denn nochmal rausgekommen? Ja, ich bin doch schon lange drin hier. Hallo, hier, oben. Ach. Trottel. Ja, Digga, ich hab's. Digga! Spring doch da jetzt hoch, Mann, du Schmiss. Alleine dein trockener Kommentar. Ich hätte sterben können. Geil, oder? War witzig. Nämlich als Pre-Intro. Wow. Ja, ich aber auch. Ja klar, safe. Jetzt gleich, wir kommen so oben in der Base an. Alter, wie ich immer so die schlimmsten Vorahnungen habe. So. Ja, so aus der Bahn. Das sagst du einfach jede Folge und irgendwann stimmt es einfach. Ja, dann kann ich sagen, oh guck, ich kann hell sehen. Haben wir hier, warte mal, haben wir uns hier reingebaut? Ja, haben wir. Wir haben uns ein bisschen zur Seite gebaut. Okay. Durch Sneak-Camp mal. Ja. Also gelootet sind wir nicht. Dein Hundi sitzt noch da. Ja, aber Alter, ist das gewachsen hier. Also das heißt, es waren auf jeden Fall Spindernähe, ne? Okay, ich habe jetzt 6 Stück. Du? 2. Gut, dann ich pack's kurz ins Pack. Och man, dieses kack englische Tastatur, man. Wie kommt denn das jedes Mal? Ich weiß nicht, irgendein Alt, irgendwas ist das. Okay, wir haben ein Stack. Perfekt, hier ist nochmal. Weißen, kannst du mal wieder alles anpflanzen, Arschgesicht? Ja, kann ich machen. Danke. Also ich habe jetzt noch 3 im Inventar. Ich auch. Weil es passt nicht mehr rein. Jetzt ja, die Glass Bottles, also wir können auch die Buckets und die Glass Bottles können wir rausnehmen, dann können wir das da reinmachen. Beziehungsweise, nee, ich pack die wieder rein, warte, ich mach die Kohle raus und die... Ja, sag, wenn du fertig bist, ne? Ja, warte, die Sachen pack ich da wieder rein. Okay, jetzt. So, Dirt and the Side. Warum kann man das denn nicht mit... LOL! Hey, was war das? Hast du das auch gehört? Ja, es war ein Enderman. Aber der war fucking... teleportieren gehört. Ja, aber der war scheiße laut. Alter! Digga, was denn? Ist der in unserem Bett oder was? Komm mal her, mein Freund. In unserem Bett? Wie? Warte mal. Bett zusammen. Wo war jetzt nochmal unser Bett? Ich weiß es schon grinst, wieder. Ich seh's. Ja, Digga. Hier war unser Bett. Ja, warte. Lapis Lazuli kann ich dir geben? Ey, Digga. Arsch für sich. Warte, bleib mal stehen. So, die kriegst du jetzt von mir. Das kriegst du von mir. Ja, bekotzt mich. Oh, ja. Muss es ja ins Backpack packen, ne? Nice. Oh Gott, Alter. Oh, na Witz. Wir brauchen mehr. Das reicht! LOL! Oh. Better Not Games? Die haben ihn gefickt? Krass. Ja, das ist doch mal hier. Klären die eigentlich. Ich würde mal sagen, wir können uns rauswagen, ne? Hä, warum geht denn das jetzt? Slash? Das Ding ist, wir haben so gut wie keine Pfeile mehr und das geht mir übel auf den Sack. Immer noch -2. Jetzt haben 2 Teams schon -2 Leben. Team 2 hat -1/2 Leben. Hä, warte mal, das ist doch das Team von Quantum, Team 2. Dann müssten die doch raus sein, wenn die -1/2 Leben haben. Weiß ich nicht. Team 5 hat 4,5 Leben. Krass. Wir haben immer noch 2.
Ich hab mal ein paar, Digga, ich hab mal ein paar Pfeile gemacht, ne? Komm mal her. Wie viele hast du? Hier sind 11. Ich hab hinter dir liegen 11 Stück jetzt. 3 hatte ich davor. Okay. Ja, ich kann dir noch mal ein paar geben, warte. Ja, scheiße. So, ich muss mal hier meine ganzen Sachen ein bisschen sortieren hier. Ja. Ich hab noch ein bisschen Eisen. Ich mach mir davon mal einen Helm, wenn das okay ist. Okay, juckt mich nicht. Mal. Helm? Wäre ganz gut, ja. Ja, warte, kümmere ich mich drum. Du kannst ja wieder reparieren, ne? Warte, hier, Helm ist direkt hinter dir. Du kannst den Rest mal schon mal einschmelzen. So, die Sachen brauche ich auf jeden Fall. Gold. Lol, Dom hat das Spiel verlassen. Ich glaube, die sind mad. Maybe, wer weiß. Achso, genau. Die sind mad as fuck, würde ich mal sagen. Na gut, werden wir bestimmt auch, wenn wir gestorben werden. So, neuer Helm. Fresh am Seinbi. Okay, hier haben wir noch einen. A, B, C, D, E, F, G. H-I-J-K-L-M-N-O-P. Kennst du das, wenn man macht immer so L-M-N-O. L-M-N-O-P. L-M-N-O-P, X, Y, Z. Ich weiß, das war falsch, aber ist mir egal. Ist mir egal. Ich wollte übrigens nochmal auf das Debakel von letzten Mal zu sprechen kommen mit den Tränken. Das war, also beim Schneiden dachte ich so, wow, waren wir salty. Wir waren richtig salty. Alex, ich bin raus. Vor allem so alle 4 Minuten so, oh Digga, scheiße, das ist dein Scheißhund, ich komme nicht vorbei. Nein, du darfst nur nicht sneaken. Hab ich. Lass du einfach hochgehen, juckt doch nicht, oder? Ja, mach mal zu und wir nehmen den Enderman noch mit. Also, ich muss jetzt echt versuchen, ein Ding zu holen. Dir? Naja, ja. Quantum und Story sind da, ne? Ja, und werde noch Quantum, Story. Ja, und Story. Dobra! Ja, was denn? Ich hab schon ein halbes Leben! Oh, Alter Schwede, ich hasse. Perfekt, aber ich hasse Enderman einfach. Ich hasse. Stark, Alter, mittlerweile. Ja, also, gut. Ich hab irgendwie gar kein Essen, gell? Alex, sneak mal bitte. Komm mal her, bitte. Also, erstens sind da 4 Creeper und zweitens frage ich mich, warum da Cobblestone ist. Wir haben da nie irgendwas hingebaut, bin ich der Meinung, oder? Hier unten. Einfach in der Höhle da hinten. Da haben wir doch nie irgendwas hingebaut, oder? Das ist 4-mal Cobblestone. Also, wir sind immer nur reingerannt und, ja, kann das sein, dass ich jetzt ein bisschen besoffen bin, ne? Warte mal, Video-Setting. Ja, das kann halt schon sein, dass jemand hier war. Ich meine, die Leute suchen ja, sieht man ja in der Konfi, die lesen, liest man das ja immer. Ja, ich würde mal sagen, so, lass uns mal durch die Gegend rennen. Echt jetzt? Ja. Du weißt, dass wir dabei drauflegen können. Weißt du, egal, Action, Alter, wuh! Ich brauch Essen, bitte. Digga, hier sind überall Pferde. Achso, warte hier. Ich hab nur Ruheszeug und Ruheszeug ist scheiße. Also das Ding ist, hier sind halt überall Pferde. Das war nur ein Steak. Ja, wow. Also wir müssen hier. Slapis, soll ich das behalten oder? Nee, pack mal am besten in den Backpack, ne? Da hat's noch Platz. Ja, da kannst du auf jeden Fall ein paar Sachen rausnehmen. Ich nehme mal die Fläschchen raus, die können wir ja schnell wieder machen. Hä? The fuck is going? Guck mal, der Enderman hier. Ja, perfekt. Der Enderman fliegt hier die ganze Zeit durch die Gegend. Der verbrennt gleich. Komm her. Komm her. Okay, Alter, komm was her. Geht bei dem für ein Digga, Spiel? komm. Warte mal. Hinter dir. Alex. Ja. Was denn? Die Frage ist, warum hat der gebrannt? Der brennt doch gar nicht, wenn er draußen in der Luft ist, oder? Nicht. Oh Gott, und hat ihn nicht abgeschossen. Oh mein Gott. Warte mal. Wenn er nicht brennt, wenn er draußen ist, dann kann das doch sein, dass er sich von irgendwo rausteleportiert hat, wo ihn irgendwer mit einem verzauberten Schwert angegriffen hat? Oder mit einem verzauberten Bogen? Ja, das ist ja völlig egal, aber auf jeden Fall musste er durch irgendwas gebrannt haben. Oder er ist einfach in Lava gelaufen. Kann natürlich auch sein. Oh Gott, Alter, wie wir jetzt aufpassen müssen. Digga, ich bin so... Das war so chillig, Mann. Ja? Hast du mal den... Digga, bin ich besoffen, aber der Baum ist doch jetzt auch angeknackst, ne? Der war vorher... Der war komplett, der Baum. Ich hab keine Ahnung, Mann, ich merke mir das doch Warum habe ich eigentlich so wenig Hunger? Alter, Alex. Ja? Sollen wir es wagen? Komm, ich meine, wenn wir draufgehen, dann wir sind selber schuld. Wir hätten viel mehr reißen können, ganz ehrlich. Na gut, ich würde jetzt... Oh, ich habe jetzt 2 Enderperlen. Zwei Enderperlen? Enderperlen! Digga, hast du gesoffen oder war die slow? Was ist dein Problem? Was? Oh, was geht hier? War das auch schon so? Hier ist gar nichts. Gar nichts. Das haben wir, glaube ich, abgeräumt hier alles. Seefahrer. Also wir können ja einfach mal gucken. Sonst lass doch mal ein bisschen Richtung Spawn gehen. Wir haben Goldäpfel und alles. Wir sind zwar nicht verzaubert, aber wenn wir wirklich jemanden holen, dann wäre das ja optimal für uns. Wir haben einen verfickten Goldapfel, wow. 2. Ja, komm, Alter, lass einfach kommen. Und das reicht für einen Kampf. Wir haben auf jeden Fall Enderperlen. Das war natürlich auch nochmal gut. Ja, ich setze die auch so gewissenhaft ein, ne? Jeder hat 2.
Bist du da? Ja, Alter, Alex, renn doch nicht so weit vor. Und wir haben gesagt, nicht springen. Ich muss aber, ich bin das so gewohnt. Ja, ich auch. Also. Das ist wie vorher, als wir kurz noch geübt hatten, das Kampfsystem. Wir haben es übrigens mittlerweile geübt, ne? Ja, das muss ich auch mal gesagt haben. Da habe ich habe davor Skyrim gespielt und bei Skyrim ist Sprinten einfach die Taste für den Optifine-Zoom. Steuerung. Da wollte ich die ganze Zeit, nee, ich habe das woanders hingelegt. Ach so. Da wollte ich die ganze Zeit sprinten und habe so gesucht und dachte, oh nö, nicht schon wieder. Egal, Alex. Ja, komm jetzt. Komm, wir rennen einfach offen rum. Vor allem, nee, Digga, Alex, warte, ich hab noch Eisen gefunden. Ach, egal. Vor allem, wenn uns jemand sieht, Digga, der denkt so, warum rennen die denn so unequipped in Anführungszeichen? Null Verzauberung. Ja, weißt du denn ungefähr, wie weit Quantum und so sind? Nee, keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Naja, du hast doch relativ viel mit ihm zu tun gehabt eine Zeit lang, deswegen dachte ich, hab dir vielleicht auch mal ein bisschen beschnackt oder so. Wir haben uns mal ein bisschen unterhalten über das Projekt und so. Okay. Oh, Alter, was ist denn hier los? Meinte, also sie sind schon gut dabei. Ah, hier ist leider nichts. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Okay, ja. Ja, da ging es wegen diesem Zuckerrohr, haben wir da angefangen zu schreiben. Hat er gefragt, ob wir betroffen sind. Ich habe gesagt, ja, schon. Hat er gemeint, okay, ja, stimmt, für ja, dass wir Zuckerrohr kriegen. Cool, danke. Also, ja. Ich glaube auf jeden Fall, dass viele von denen auch Richtung Wüste gegangen sind, weißt du? Keine Ahnung, Mann. Okay, Quantum ist runter und hä? So noch Story und... Ist Quantum alleine? Oder, ach nee, mit Nestflo, der hat mit ihm gespielt. Nee, Chakreo ist bei Quantum im Team, aber irgendwie in der Gruppe war so eine Andeutung, dass Chakreo jetzt raus ist und Quantum alleine, deswegen auch dieses minus halbes Leben. Ich check da gar nicht. Ja, hier hat sich jemand hochgebaut, ne? Ich bin jetzt nicht, kann mich nicht daran erinnern, dass wir uns hier hochgebaut haben. Ja, aber wollen wir mal gucken, ob wir da vielleicht irgendwas finden? Und ich meine, ich erstmal den Dia irgendwie. Quantum! Obwohl, wenn wir zwei gegen Quantum sind, dann wäre das ja eigentlich geil. Also gut, es wäre unfair für ihn, aber das wäre auf jeden Fall gut für uns, wenn er gut dabei ist, sagte ich. Ja, wenn wir ihn dann töten, dann haben wir vielleicht guten Stuff. Ja, aber ich würde jetzt, wie gesagt, erstmal gerne... Guck mal, hier hat sich auch jemand komplett hochgebaut am Rand. Mhm. Ach gut, okay, Disconnect. Alles klar, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, zeigt es mit einer positiven Bewertung. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Schaut beim Lovely Potato vorbei. Und in dem Sinne, bis dahin, haut rein.